Herzlich willkommen bei Wales 1 Thema Spezial. Das sehen Sie jetzt. Machen Sie bitte mal die Kamera aus. Warum? Bitte. Seit um 11 werden wir eigentlich mehr oder weniger verarscht vom Amt. Unbeschreiblich. Aber gehen wieder. Als wahr herausstellt, dann ist das eine riesige Schweinerei. Vor rund 2 Monaten berichteten wir über den Fall Jonas. Ein kleines Baby, welches seiner Familie vom Jugendamt aus fadenscheinigen Gründen entrissen wurde. Nach einem heftigen Medienecho und unserer Aufdeckung wurde der kleine Jonas endlich wieder zur Familie zurückgebracht. Hier der Bericht. Seit mehr als 2 Monaten kämpft Ann-Kathrin und ihre Mutter Heidi um ihren Sohn Jonas. Dieser wurde im November vom Jugendamt in eine Pflegefamilie gebracht. Das Ende des Martyriums steht bevor, als das Bezirksgericht Lambach einen Beschluss fasst, dass Jonas zu seiner Familie zurückgeführt wird. Total unverständlich vom Rechtsanwalt, dass sie den Gerichtsbeschluss nicht akzeptieren und sie müssen den Jonas rausgeben. Und das machen Sie nicht heute? Nein, machen Sie nicht. Also das Mail ist gestern schon gekommen ins Jugendamt, die haben genug Zeit gehabt. Und jetzt haben sie uns den ganzen Tag vertröstet, von um 11 Uhr bis jetzt. Und immer war wieder die Frau Leb in Besprechung, ist nicht erreichbar gewesen. 16. Februar am Jugendamt Welsland. Ann-Kathrin und Heidi wollen nun Jonas endlich wieder in ihre Arme nehmen können. Beim Jugendamt stehen wir aber vor verschlossenen Türen. Können Sie die Kamera mal kurz ausschalten, dass ich mit Ihnen reden kann? Wir können auch vor der Kamera reden. Ich hätte aber gerne ohne Kamera mit Ihnen gesprochen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Kindesmutter, auch die Großmutter, auch Sie als Reporter mit hineingehen, bitte aber nicht vor Laufe der Kamera und dann kann man die Dinge mal ansprechen. Bei diesem Gespräch war neben uns auch Peter Gengler vom Liberalen Forum Wels anwesend. Was da gestern passiert ist, dass die Türen zugesperrt wurden, wie Sie eine Fernsehkamera gesehen haben, ist ja wirklich unerhört. Und man muss auch dazu sagen, so wie es vom Gesetz vorgesehen ist, dass sie die Jugendwohlfahrtsbehörden jeweils von der übergeordneten Instanz kontrolliert werden, dieses System, hat man gesehen, funktioniert hinten und vorne nicht. Weil das Schreiben vom Ackerl, dass das alles in Ordnung war, was die da getan haben, das war wirklich ein Blödsinn und war wirklich völlig inkompetent. Ich habe persönlich schon einen Verdacht, eine Pflegefamilie bekommt ja auch Geld vom Staat. Inklusive Familienbeihilfe sind das ungefähr je nach Alter des Kindes 600 bis 700 Euro. Das heißt, das ist einiges Geld. Also es könnte meiner Meinung nach durchaus gewesen sein, dass da eine Pflegefamilie einfach nur versorgt werden sollte. Wenn sich das als wahr herausstellt, dann ist das eine riesige Schweinerei, die auf dem Rücken von unschuldigen Bürgern ausgetragen wird. Freitag, 17. November 2012. Medienvertreter aus ganz Österreich stehen vor einer schweren Gittertür, um die tragische Geschichte, die Wels 1 aufdeckte, zu Ende zu schreiben. Also die Frauen sind jetzt gerade vor 5 Minuten reingefahren mit dem Auto und ich habe nicht direkt gesehen, dass irgendwer noch drin gesessen war. Mach mich nicht schwach, gell? Ich hab mein Kind gehört, also. Hast du so gehört? Lass mich auch mal gut. Ach so. Ich bin halt schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich das als persönliche Niederlage sehe, also als Niederlage für die Jugendwohlfahrt. Ich denke mal, es steht im Gutachten drinnen, durch das Einschreiten der Jugendwohlfahrt wird für den Jonas in Zukunft das getan, was wichtig ist und was richtig ist. Und in dem Sinn sehe ich das auch. Also eine gute Zusammenarbeit, die uns jetzt von der Familie versichert worden ist. Ja, und auf das freuen wir uns eigentlich. Wie wird es denn da jetzt weitergehen im Fall Jonas?
Ja, es ist so, dass in den nächsten 2 bis 3 Monaten wird der Jonas daheim mit der Mutter sein, mit der Großmutter. Es wird dort eine Betreuung stattfinden. Man wird sich das Familiensystem einmal ganz genau anschauen, durch einen freien Träger. Und sobald in der Wohngruppe Scharneier, also wo die beiden dann ambulant hinfahren, ein Platz ist, wird die Mutter dann täglich nach Linz fahren mit dem Jonas und wird dort in einem externen Umfeld sozusagen lernen, auch unabhängig von ihrer Mama für den Jonas zu sorgen. Wie lange das Ganze dauern wird, kann ich Ihnen nicht sagen, weil der Beschluss des Bezirksgerichtes darüber nichts aussagt und wir wirklich um Geduld bitten müssen, weil man schauen muss, wie entwickelt sich die Mutter, wie entwickeln sich die Beziehungen. Das ist die Führung, ne? Ja. Alles klar, ciao. Wie fühlst du denn du jetzt, wo der Jonas wieder bei dir ist? Kann ich nicht sagen, unbeschreiblich. Ich habe ein Baby wieder. Freue mich so. Final ist das. Was wird's denn als erstes machen, wenn's daheim schaut? Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Wie wird es weitergehen? Wie wird es denn jetzt weitergehen mit euch? Ja, ich werde natürlich in meiner Mutterrolle jetzt besser, muss man einwachsen jetzt. Okay, dann schaut sie lustig. Und nur noch freuen. Jetzt rein müssen. Wie schätze ich? Wie wird es denn bei euch jetzt weitergehen? Was macht ihr denn jetzt mit dem Jonas, wo der Jonas wieder daheim ist? Also jetzt das Wochenende erst einmal viel Ruhe, Handys ausschalten. Und nächste Woche gehen wir dann zuerst zum Kinderarzt, weil er braucht Impfungen, die noch fehlen. Dann wird der Hörtest gemacht, der uns empfohlen worden ist. Ja, Ruhe braucht er sehr viel jetzt. Das ist eh ganz klar. Die Ann-Kathrin wird dann in geraumer Zeit einmal so eine Mutter-Kind-Einrichtung ein bisschen teilnehmen, aber nur ambulant, nicht stationär. Also sie bleibt weiterhin mit Jonas zu Hause. Und das kann sie aber noch ein wenig hinziehen, weil da sind keine Plätze frei. Und so lange bekommt sie ein bisschen eine Hausbegleitung, dass sie schneller in die Mutterrolle hineinwächst. Ja, doch noch ein Happy End. Wir wünschen der Familie alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.